Yo, hi Freunde, Tag auch. Ja, so sehe ich wirklich nicht aus wie der Schlagersänger von nebenan, ne? So sehe ich eher aus wie der Rap-Opa von irgendwas. Santa Claus, ja, mit dem Wetter haben wir schon wieder Weihnachten, ne? Ja, folgt mir doch einfach hier in TikTok, auf Instagram, auf meinem YouTube-Channel oder auch gerne in, ja, Facebook, ne? Ich würde mich freuen, Freunde, euch da zu sehen. Da gibt es natürlich auch mehr Videos von mir, auf YouTube natürlich, ne? Ja, zurzeit ja Riesenhype hier, der Song weit übers Meer. Vielen, vielen Dank für eure Klicks, für eure Likes. Ich würde mich natürlich freuen, hier in TikTok auch noch ein paar Likes zu kriegen. Bis dahin sage ich einfach mal bye bye, euer Timo Frank. Let's rock! Keine Regeln, keine Bestrafungen und keine Geheimnisse mehr. Kriege ich hin. Du willst eine, wie heißt das noch? Eine Blümchensexbeziehung? Sagen wir, ich will das tun, womit du dich wohlfühlst. Wie fühlt es sich an, so viel Böses in sich zu haben? All diese Macht. All diese Seelen. Tausend Seelen, die brennen können. Ich wünsche niemandem was Böses. Aber ich wünsche mir einfach, dass du eines Tages das durchmachen musst, was du mir angetan hast. Vielleicht kannst du mich ja dann eines Tages verstehen. Wenn ich dich fragen würde, was ist der größte Fehler, den du jemals begangen hast, was würdest du antworten? Meine größten Fehler habe ich nicht begangen. Die habe ich gevögelt. Beim Sex Licht an oder Licht aus? Das entscheidet die Frau, sag ich mal, durch ihr Aussehen. Also. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja, ich habe mal gegoogelt, wie man Typen dazu bekommt, einen zu lieben. Und dann waren da so ein paar Tipps. Ein Tipp war, sei nah, aber fern. Tauche zufällig an den Orten auf, an denen er auch gerade chillt. Ich meine, ich bin jetzt kein Stalker, aber ich weiß, dass er jeden Tag bei sich zu Hause chillt. Also habe ich da auf ihn gewartet. In seinem Schrank. Hab da einfach rumgehangen. Wie so eine Jacke. Hat die Tür aufgemacht, ich war so, hey, was? Du auch hier? Und er war so, what the fuck, was machst du hier? Ich war so, ja, du, ich war gerade auf dem Sprung. Nach Narnia. Ja, ich hab jetzt was mit ihm. Okay, also ich hab nicht so wirklich was mit ihm. Eigentlich will ich ihn nur einschränken. So, wir schlafen nicht miteinander, aber er darf auch mit niemand anderem schlafen. Das ganze Konzept nenne ich Freundschaft Minus. Wir sind Freunde mit gewissen Nachteilen. Habe ich gesagt, Mülltonne, öffne dich? Oder warum redest du mit mir? Ach Mensch, guck mal, wie schön. Die Sonne scheint, alle sind wieder am Eis essen. Alle sind sie wieder am Eis fressen. Als wüssten sie nicht, wie ein Bier aufgeht, ey. Du, ich muss mal reden mit dir. Na, schieß los. Kapitulier. Das gibt es nie. Oh ja, und wie? Das wird es geben. Wenn man es mal richtig beschaut, führe ich ein Leben. Mir graut. Sei still, du Fratz. Mit einem Satz ein Luderleben. Niemand pflegt dich, niemand passt auf. So ein Schmarrn, ich pfeife darauf. Ich fühl mich wohl. Mit Alkohol. Sag bloß, ich sauf. Ja, du bist eine Niete. Hallo. Mach dich endlich glücklich. Ach so. Denk an unser Lied. Einmal bei uns in der Nachbarschaft haben sie eine Leiche gefunden. Männlich. Kleiner Penis, schrumpelige Haut. Ich mach mir Sorgen, melde dich mal. Niemand kann meine Geschichte beurteilen.
Niemand hat sie durchlebt. Niemand ist meinen Weg gegangen. Niemand hat das gespürt, was ich gespürt habe. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht. Ein unzufriedener Mann und wirst es auch bleiben. Und du bist eine hinreißende Frau und wirst es auch bleiben. Hör mal, wir beide sind uns ähnlich. Wir sind beide verletzt. Es gibt nur einen Unterschied, dass man meine Wunden sehen kann und deine verborgen sind. Und die Menschen, die mich morgens vor meinem ersten Kaffee fragen, wie ich geschlafen habe, das sind die gleichen Menschen, die ziehen auch mal gerne einen Sicherungsstift aus einer Handgranate, nur um zu gucken, was passiert. Weit übers Meer hör ich dein Lied in Dunkelheit. Weit übers Meer, wann kommt der Tag, der uns befreit? Ewig auf See. Yeah.